Handelt es sich bei Gratisgetränken, dem klassischen Obstkorb oder auch dem Zuschuss zum Yogakurs tatsächlich um nachhaltiges betriebliches Gesundheitsmanagement? Oder ist es eher eine Art Feigenblattaktion, um sein Gewissen reinzuwaschen, sozusagen Health Washing? Darüber sprechen wir heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ich hatte in der vergangenen Woche Urlaub und habe den Urlaub genutzt, um auch einige Beiträge und Magazine zu stöbern. Und ich bin auch auf einen Beitrag gestoßen, den ich noch in der Wiedervorlage hatte. Erschienen ist das Ganze bei Springer Professional, da in der Kategorie Gesundheitsprävention und Gastbeiträge Online-Artikel, nämlich mit der Überschrift, mit Healthwashing täuschen sich Unternehmen selbst. Verfasst wurde das Ganze als Gastbeitrag von Daniel Dungul und da möchte ich gerne jetzt drauf eingehen. Ich fand den Artikel sehr gut und wollte das euch nicht vorenthalten und werde noch an der einen oder anderen Stelle meinen eigenen Senf noch mit dazugeben. Also starten wir einfach mal. Greenwashing kennen viele. Unternehmen geben sich dabei nachhaltiger als sie sind. Auch in anderen Bereichen gibt es diese schönen Färberei. Neben Pinkwashing, Sportswashing oder Socialwashing neigt die betriebliche Gesundheitsförderung zur Healthwashing. So, genau genommen sind Arbeitgeber in Deutschland nämlich gesetzlich verpflichtet, die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu fördern. Laut der aktuellsten What's Next-Studie des Institutes für betriebliche Gesundheitsberatung setzen jedoch nur 27% der 1100 befragten Organisationen ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement ein. Und es gibt schon einige Episoden zu der What's Next-Studie oder zu den auf vergangenen What's Next-Studien. Ich bin da sogar noch ein bisschen kritischer. Ich glaube noch nicht mal, dass rund 30% aller Unternehmen, also wenn man das jetzt so repräsentativ nehmen würde, diese 1100 Organisationen, ich glaube, wenn ich angefragt werden würde zum Thema, wollen Sie an einer Befragung im Hinblick auf das BGM dran teilnehmen und ich habe kein BGM und mir ist das auch bewusst, dass ich kein BGM habe, dann würde ich an so einer Befragung gar nicht erst dran teilnehmen. Und das heißt, die 1100 befragten Organisationen sind aus meiner Sicht ja meistens schon Organisationen, die eher noch mit dem Thema BGM, BGF was zu tun haben. Und selbst da stellt sich heraus, nur 27% haben tatsächlich ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement. Maßnahmen entfalten in solchen Fällen oft keine langfristige oder tiefgehende Wirkung. Dies zeigt eine erhebliche Diskrepanz zwischen den Forderungen an Arbeitgeber und der gelebten Realität in vielen Unternehmen. Die Gründe dafür sind vielfältig, zum Beispiel fehlende Ressourcen, mangelndes Wissen über effektive Gesundheitsstrategien oder schlichtweg ein geringes Engagement der Unternehmensführung. Und dem ist auch so. Also ganz häufig, wenn wir mit Unternehmen in Kontakt treten, entsteht erstmal die Frage, was machen sie denn bereits im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements? Und die erste Antwort ist, ach, da machen wir schon eine ganze Menge. So, und dann kommt eben der klassische Obstkorb, da kommt eben das Gratiswasser, da kommt eben der Zuschuss zum Yogakurs, da kommt auch vielleicht mal der Masseur einmal in der Woche oder im Monat vorbei. So, und dann wird das Thema BGM und BGF halt einfach abgehakt. Haben wir ja, machen wir auch. Was wollen denn die Mitarbeiter noch mehr? Und ich kann euch auch auf jeden Fall sagen, sofern ein BGM keine Strategie ist, keine Philosophie, kein Unternehmen, lebenswert, dann wird es auch immer scheitern, weil man ist dann als innerbetrieblicher Gesundheitsmanager oder als Dienstleister, so wie wir, immer in so einer Art Windmühlenkampf, ja, den du einfach nicht gewinnen kannst, weil du immer im Rechtfertigungsmodus bist. Also auch wenn ein BGM organisch aus sich heraus, aus der Belegschaft heraus wächst, ohne dass es von der Unternehmensführung geduldet und gewollt ist, insbesondere gewollt ist und vor allem auch, dass erkannt wurde, welche Möglichkeiten man mithilfe des BGMs hat. Also wenn man das wirklich als Unternehmensstrategie auffasst und versteht, dass man damit die Motivation verbessern kann, die Produktivität verbessern kann, die Fluktuation senken kann, Krankenstände verbessern kann, dem demografischen Wandel vorbeugt. Wenn das von der Unternehmensleitung verstanden wurde und als Strategie und als Leitbild auch wirklich verankert ist, dann wird es erfolgreich. Aber wenn es eher als
eine Art notwendiges Übel und als Kostenpunkt einfach bezeichnet wird, ja, dann entsteht genau dieses Healthwashing. Dann wird halt gesagt, ja, machen wir ja, wir haben gratis Obst und gratis Wasser und einmal im Monat kommt der Masseur, das muss doch reichen. Ja, nein, das tut es nicht. Zumindest nicht, wenn ich damit auch wirklich was bezwecken möchte. Aber wir gehen mal weiter rein. Also, Gesundheitsbenefits als One-Hit-Wonder. Doch Arbeitgeber werben mitunter mit Gesundheitsbenefits, die in der Praxis oft nicht mehr als oberflächliche Maßnahmen sind. Echte Veränderungen können Unternehmen damit nicht bewirken und werden dies mittelfristig zunächst personell oder zwangsläufig dann auch wirtschaftlich zu spüren bekommen. Das bedeutet, wir geben für irgendwelche sinnlosen Aktionen Geld aus, welches ich genauso auch einfach spenden könnte, dann hätte es einen größeren Mehrwert. Also wie oft bekomme ich die Anfrage, ja, wir würden gerne einmal im Jahr einen großen Gesundheitstag veranstalten. Und ja, ein Gesundheitstag im Rahmen einer Gesundheitsstrategie mit dann auch nachfolgenden Aktionen, die systematisch dann darauf aufbauen, macht durchaus Sinn. Wenn aber von meiner Seite aus die Frage kommt, okay, Sie wollen einen Gesundheitstag durchführen, warum wollen Sie das denn machen? Und dann kommt keine richtige Strategie oder keine Erklärung des Warums, sondern eher so eine Erklärung, naja, wir machen immer einmal im Jahr den Gesundheitstag oder andere Unternehmen machen auch einen Gesundheitstag und deswegen wollten wir das jetzt auch machen. Dann ist wirklich meine Antwort immer, nehmt das Geld und schenkt es den Mitarbeitenden oder spendet es, weil dieser eine Tag wird nichts bezwecken, eher noch zu Unmut führen, weil eben die Belegschaft sagt, ach, jetzt haben wir hier 10.000 Euro für einen riesigen Gesundheitstag ausgegeben, aber das Geld, ganz ehrlich, hätte ich auch lieber einfach in meinem Portemonnaie gehabt. Das ist so. Wenn Maßnahmen nicht zielgerichtet und sinnvoll sind und vor allem auch noch schlimmer sind halt Aktionen, die einfach nur gemacht werden, weil sie vielleicht irgendwie gratis angeboten werden von zum Beispiel eben auch gesetzlichen Krankenkassen, ohne Sinn und Verstand, dann schießt ihr euch einfach selbst ins Knie. Das muss man einfach so sagen an alle Unternehmen, die das jetzt hier gerade hören. So bieten Firmen beispielsweise Fitnessstudio-Mitgliedschaften an, ohne dass zusätzliche Unterstützung bereitgestellt wird. Obstkörper im Büro stehen im Kontrast zu ungesunden Essensangeboten in der Kantine. Einzelne Gesundheitstage finden statt, ohne dass langfristige Programme etabliert werden. Stressbewältigungskurse sollen es richten, ohne parallel auch die Unternehmensorganisation dahingehend zu verbessern. Diese oberflächlichen Maßnahmen sind ein typisches Beispiel für Healthwashing oder Wellbeing-Washing, also ist der nächste Begriff, ne? Also, dass man einfach nur so tut, als ob man besonders gesundheitsförderlich ist und etwas für die Belegschaft tun möchte. Also, es ist ja schon mal gut, wenn man etwas für die Belegschaft tun möchte. Das ist ja schon mal ein guter Ansatz. Nur für alle, die das jetzt hören und sich selber vielleicht so ein bisschen ertappt fühlen und sagen, ja, wir machen was für die Mitarbeiter. Also erstmal ein großes Lob, dass ihr den Podcast hört und den Podcast schaut. Zweites großes Lob, dass ihr erstmal schon mal was macht. Und das dritte Lob, das kriegt ihr, wenn ihr es jetzt schafft, aus dieser Healthwashing-Schiene rauszukommen und zu sagen, alles klar, das, was wir gemacht haben, hat schon mal ganz okay funktioniert, jetzt legen wir eine Schippe rauf. Und tatsächlich, viele unserer Kunden sind an diesem Punkt, die gesagt haben, ja, wir haben da schon ein bisschen selber was auf die Beine gestellt, im Rahmen unserer Möglichkeiten, im Rahmen unseres Wissens, aber jetzt wollen wir wirklich unser BGM auf das nächste Level bringen, um nicht zu sagen, sogar erstmal das BGM auf ein BGM-Level zu bringen. Und da hilft eben nur wirklich eine Strategie. Das heißt ja auch nicht umsonst betriebliches Gesundheits- und jetzt aufgepasst, Management. Es gehört in eine Managementposition, es gehört in die Philosophien, in die Strategien, in die Organisation, in die Abläufe einfach verortet. Und so Einzelmaßnahmen, das bringt nicht viel. Das ist ja Geldverbrennerei, leider Gottes. So. Sie sind nicht in die Unternehmenskultur integriert, werden oftmals nicht von der Führung unterstützt und sind nicht auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Mitarbeitenden abgestimmt. Es liegt auf der Hand, dass Gesundheitsförderung nicht als lästige Pflicht oder Employer Branding Maßnahme verstanden werden darf, sondern als integraler Bestandteil der Unternehmenskultur verankert sein muss. Und deshalb finde ich einfach diesen Artikel auch wirklich sehr, sehr gut, weil es muss so sein. Hier ist wirklich mal on point dargestellt, was denn wichtig wäre. Und jetzt geht's nochmal ins Detail. Ganzheitliche Gesundheitsstrategien statt Healthwashing. Also für alle, die sich jetzt selbst ertappt gefühlt haben, jetzt
besonders aufgepasst. Nachhaltige Gesundheitslösungen im BGM wirken nur, wenn sie ganzheitlich gedacht werden. Hier einige Aspekte, die eine erfolgreiche Gesundheitsförderung ausmachen. Erstens ein ganzheitlicher Ansatz. Gesundheitsstrategien sollten Maßnahmen umfassen, die gleichermaßen körperliche, psychische und soziale Aspekte berücksichtigen. Dazu zählen nicht nur Aktivitäten wie regelmäßige Bewegungspausen oder ergonomische Arbeitsplätze, sondern auch Maßnahmen zur Stressbewältigung, zum Beispiel durch Achtsamkeitstraining oder flexible Arbeitszeitmodelle, sowie die Förderung eines positiven Arbeitsumfeldes durch eine offene Kommunikation. Ein Satz, den ich sehr häufig bringe: Die meisten Unternehmen haben tatsächlich gar kein Gesundheitsproblem, sondern ein Kommunikationsproblem. Oder wenn ich eine hohe Fluktuation habe, die wenigsten Mitarbeiter kündigen die Firma bei der Firma, sondern sie kündigen aufgrund der Führungskräfte, der Führungskultur, des Führungsverhaltens. Und das sind die eigentlichen Problemstellen und Baustellen. Also manchmal lösen sich die Rückenschmerzen auch ohne den Rückenkurs, sondern aufgrund eines Stressmanagements. 90% aller Rückenleiden sind tatsächlich auch aufgrund von psychischen Belastungen. Und die entstehen zum Beispiel, weil mein Chef ein Arschloch ist. So, wenn ich am Chef arbeite, dann hat das einen Riesenhebel vielleicht auch für die Belegschaft. So, Engagement der Führungskräfte. Das ist eine schöne Überleitung. Führungskräfte müssen das Thema Gesundheit aktiv unterstützen und bestenfalls auch vorleben. Durch authentisches Engagement signalisieren sie den Mitarbeitenden, dass Gesundheitsmaßnahmen ernst genommen werden und nicht nur eine vorübergehende Initiative darstellen. Die Führungskraft als Vorbild ist essentiell für ein erfolgreiches betriebliches Gesundheitsmanagement. Wenn die Führungskraft nur einmal einen falschen Satz sagt, dann gehen die Belegschaft nie wieder zu irgendwelchen Gesundheitsangeboten. Das braucht bloß einmal so ein Satz sein wie: Wie willst du da schon wieder hin? Boah, heute haben wir auch viel zu tun. Boah, bist du sicher, dass du dahin willst? Das kann ein so ein kleiner Nebensatz sein. Oder eben auch, dass das belächelt wird, ne? Nicht ernst genommen wird von den Führungskräften. Und dann gehen die Mitarbeitenden da einfach nicht hin, weil niemand will gegen seine Führungskraft arbeiten. Deshalb ist es halt ganz, ganz wichtig, von vornherein auch die Führungskräfte mit an Bord zu holen und klarzustellen, was hat das für einen Effekt, was ist der Sinn und Zweck des Ganzen und welche Vorteile haben vor allem auch die Führungskräfte durch ein funktionierendes BGM. Denn ganz ehrlich, BGM hat nur Win-Win-Win-Situationen. Das Unternehmen profitiert davon, die Mitarbeiter profitieren davon, die Führungskräfte profitieren davon. Es gibt nur Gewinner, wenn ich denn ein BGM richtig aufbaue. So, dann das Thema nach Bedarf. Unternehmen können zwei Ansätze verfolgen, um Gesundheitsbedürfnisse ihrer Mitarbeiter zu adressieren. Zum einen klassisch via Bedarfsanalyse oder zum anderen, indem sie gleich auf eine Plattform mit einer Vielzahl von Gesundheitsangeboten setzen. Bei zweiterem können Mitarbeitende flexibel die Angebote auswählen, die am besten zu ihren Bedürfnissen und persönlichen Gesundheitszielen passen. Ja, also da muss man halt schauen, so eine Gesundheitsplattform kann halt auch manchmal so ein bisschen Healthwashing sein, wenn ich das auch wieder nicht ganz in die Unternehmensabläufe und Unternehmenskultur mit einbinde. Natürlich ist es immer sehr einfach, irgendwie eine Gesundheitsplattform zu kaufen und dann irgendwie ins Intranet zu stellen und dann sich den Mitarbeitenden selbst zu überlassen. Ist nicht ganz so mein Fall. Wenn, dann sollte es auch eher eine persönliche Gesundheitsplattform sein, wo man eben auch persönliche Beratung bekommen kann und dass die Mitarbeitenden dann selbst flexibel entscheiden können. Ja, das funktioniert, aber jetzt irgendwie so eine Videoplattform einfach hingerotzt, das ist halt auch eher manchmal so ein bisschen Healthwashing. Ne? Also da bin ich eher ein Freund auch wieder des Maßnahmenmixes, Bezug nimmt auf eben die Bedürfnisse und auch des Bedarfs. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen Bedürfnis und Bedarf. Bedürfnis ist das, was sich die Mitarbeiter wünschen. Bedarf ist das, was die Mitarbeiter brauchen. Und manchmal wünschen sich die Mitarbeitenden nicht das, was sie eigentlich bräuchten. Also es ist die hohe Kunst dann von ihrem eigentlichen Wunsch hin zum eigentlichen Bedarf, die Mitarbeitenden zu begleiten, hinzuentwickeln. So, dann der nächste Punkt. Kontinuierliche Evaluation. Wie wirksam die Maßnahmen sind, dem können sich Personalverantwortliche durch Kennzahlen wie den Krankenstand, die Nutzungsquote der BGM-Angebote oder die Mitarbeiterzufriedenheit annähern. Ein ganzheitliches BGM-Angebot schafft quasi einen positiven Kreislauf im Unternehmen. Je mehr Gesundheitsmaßnahmen den Mitarbeitenden zur Verfügung stehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass alle etwas finden, das zu den individuellen Bedürfnissen und Präferenzen passt. Diese personalisierten Angebote motivieren die Mitarbeitenden zur regelmäßigen Teilnahme, was ihre Zufriedenheit und ihr Wohlbefinden
Wohlbefinden steigert und die Fehltage sinken automatisch. Denn laut einer AOK-Studie entsteht ein Viertel der Fehltage gar nicht durch Krankheit, sondern durch fehlende Motivation. Hier setzt betriebliches Gesundheitsmanagement an. Es steigert die Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeitenden und reduziert somit die Fehltage. Ja, das stimmt. Hier sind jetzt einige wenige Kennzahlen angesprochen. Wir haben das Thema Krankenstand, Nutzungsquote, Mitarbeiterzufriedenheit. Wir tatsächlich erheben noch eine ganze Menge weiterer Kennzahlen, weil selbst ein Krankenstand aufgrund einer Grippewelle dann mal schnell verhagelt ist. Dann zerstört einen das die ganze Statistik. Und dementsprechend sollte man auch hier ein Kennzahlenmaßnahmenmix durchführen, um eben auch nachzuweisen, ob denn ein betriebliches Gesundheitsmanagement zielführend ist oder nicht. Auch idealerweise mit gewissen Benchmarks, weil selbst ein stagnierender Krankenstand in den aktuellen Zeiten könnte ein absoluter Erfolg sein, wenn in allen anderen Branchen einfach die Krankenstände exorbitant steigen. Dann kann auch ein gleichbleibender Krankenstand ein Riesenerfolg sein. So, also von daher nicht nur an einer Kennzahl messen lassen, sondern am besten diverse Kennzahlen ranziehen. So, dann der nächste Punkt, welches eben zeigt, ob es sich um eine ganzheitliche Gesundheitsstrategie handelt, statt einfach nur Health-Washing. Langfristige strategische Planung. Gesundheitsförderung muss als langfristiges Ziel im Unternehmen verankert werden und darf nicht als kurzfristiges Projekt betrachtet werden. BGM ist ein Marathon und kein Sprint. In Zeiten eines Rekordniveau-Krankenstands ist das Thema Mitarbeitergesundheit so wichtig wie nie, auch für den wirtschaftlichen Erfolg. Und das ist das, was ich angesprochen habe. Erst sollte klar sein, warum will ich denn ein BGM einführen? Was ist das Ziel dahinter? Und dann kommen erst die Fragen des Wies. Und dann heißt es eben auch kontinuierlich daran arbeiten, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, Optimierungsprozesse mit inkludieren. Und das machen die meisten nicht. Die meisten sind froh, wenn die Gesundheitsmaßnahme geplant und durchgeführt ist und dann wird durchgepustet und gesagt, ach Gott sei Dank ist jetzt vorbei. Haken ran. Projekt beendet. Aber nein, BGM ist ein Marathon. Die Zusammenarbeiten bei uns dauern immer Minimum 2 Jahre und mit einigen Unternehmen arbeiten wir jetzt schon 5, 6, 7, 8 Jahre. Gut, länger gibt's unsere Firma noch nicht. Arbeiten wir da zusammen und da ist gar nicht mehr die Frage, wann denn die Zusammenarbeit beendet wird, sondern es wird einfach permanent optimiert, evaluiert, gefeedbackt und verbessert. Und weiterentwickelt, weil auch die Belegschaft entwickelt sich ja weiter. Wir entwickeln uns als Dienstleister weiter. Und so werden neue Themen einfach mit aufgenommen, inkludiert und auch neue Herausforderungen mit inkludiert. Also während der Corona-Pandemie hatten halt die Menschen andere Herausforderungen, als es jetzt der Fall ist. Und so muss man halt immer wieder auch an die neuen Gegebenheiten sich anpassen, resilient sein, anpassungsfähig sein. Und so wird auch das BGM sich immer weiter entsprechend entwickeln. Unternehmen müssen echte, bedeutungsvolle und nachhaltige Gesundheitsstrategien entwickeln. Nur so können gesunde, glückliche und produktive Mitarbeitende im Unternehmen gehalten werden. Echte Veränderungen erfordern echtes Engagement und Arbeitgeber müssen diese Veränderungen gerecht werden. Ein schönes Schlussfazit von Daniel Dungul, also die Grüße gehen raus. Ein schöner Beitrag. Jetzt stellt euch die Frage, betreibt ihr selber vielleicht versehentlich Healthwashing? Okay, wenn ihr da die Erkenntnis habt, dann habt ihr da jetzt auch die Chance, etwas zum Positiven zu verändern. Eine Möglichkeit, die ihr dafür nutzen könnt, ist unser kostenfreies BGM-Strategiegespräch. Da einfach mal unter bgmpodcast.de/strategiegespräch sich einen Termin buchen, dauert 30 Minuten, wir rufen euch an und gehen einfach mal genau auf diese Details ein. Was bietet ihr bisher an? Wo sind vielleicht noch Entwicklungspotenziale? Wie können wir euch auch dabei unterstützen? Das finden wir dann gemeinsam heraus und ja, dann schauen wir, ob wir tatsächlich eben nicht nur Healthwashing vortäuschen wollen, sondern eben euer BGM auf das nächste Level bringen. Falls euch diese Episode gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen hoch, hinterlasst auch ein Abo oder eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder in der Apple Podcast App. Und falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann abonniert auch gerne unseren Newsletter unter bgmpodcast.de/newsletter einmal eintragen und dann erhaltet ihr jede Woche die aktuellsten Neuigkeiten und Trends rund um das Thema BGM. Und obendrein noch einige Checklisten, Vortragsmitschnitte und Infografiken als kleines Goodie on top. Und dann hören und sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.